So, Leute, willkommen zurück. Wir sind jetzt kurz vorm Ende. Klingt jetzt komisch. Bevor wir aber den Weg gehen, den ich vorhabe, haben wir noch eine Sache zu erledigen. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe es nur bis jetzt aufgeschoben, aber da ist der Aufzug unten. Also müssen wir den Aufzug hochholen. Runterholen. Was? Und zwar, wenn ihr euch noch daran erinnert, sind wir da drüber gestürmt, über diesen Weg da oben, wo der Riese war, und haben nichts eingesammelt. Das will ich natürlich jetzt noch kurz nachholen. Jetzt, wo der Riese tot ist. Deshalb sprinte ich hier kurz durch, hol mir kurz die Items und dann kann ich wieder runter zum Leuchtfeuer. Da hinten ist nichts. Das ist nur eine Fake-Nachricht oder so. So. Dann haben wir hier einmal eine Seele, das ist gut, die könnte ich gleich brauchen vielleicht. Lloyds Schwertring, den wollt ihr, wenn ihr alle Achievements wollt. Und explodierende Bolzen, die brauche ich nicht wirklich. Gut, dann geht's direkt wieder runter und zurück zum Leuchtfeuer. Ich muss mich nicht hinsetzen, hier ist nichts passiert. Aber ich muss den anderen Weg jetzt gehen. Ich meine, ich könnte auch einfach runterlaufen, aber das dauert, glaube ich, länger und ist gefährlicher. Ich sprinte einfach kurz den Weg entlang. Und dann sind wir auch schon wieder beim Leuchtfeuer. Und vorbei. Gut, jetzt gehen wir zu dieser Tür, die wir vorher nicht aufgemacht haben. So. Es laggt jetzt leicht, weil wir hier in ein neues Gebiet... Quatsch. Weil es hier neu laden muss. Da ist der Armbrustschütze. Jetzt... Ich wollte gerade sagen, es gibt Drache, aber den habe ich ja schon mal gekillt. Okay. Das ist der Armbrustschütze, den wir vorhin gesehen haben. Wir sind jetzt hier oben. Und wollen hier lang. Vorsichtig bitte, ihr wollt da nicht runterfallen und ihr wollt die Leiter da nehmen. Das wird jetzt eine sehr gefährliche Stelle und so. Da ist noch so ein komischer Diakon. Hinüber. Der droppt für uns einen Abgrundring. Den wollt ihr also töten. Dann wollt ihr darunter. Seid vorsichtig hier. Kann aber nicht unbedingt was passieren. Da wäre der Silberkatzenring nützlich. Dann verliert ihr kein Leben. Und hier links, wenn ihr hier links geht, bekommt ihr im New Game Plus Plus einen Ring plus 2. Dazu müsst ihr den Penner killen. Das war klar. Das war schlecht. So, und hier wäre dann ein Ring plus 2, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, New Game plus plus. Dann ist hier nichts. Da vorne ist noch so ein Hellebarde-Typ. Ein großer. Und ein Gremlin, den habe ich gerade gar nicht wahrgenommen. Oh oh. Well, fuck. Keep cool. Oh, fucking Gremlins. Tot. Mir geht's eigentlich gerade um den da. So, und nochmal. Fuck. Stirb. So. Da geht's runter. Da ist auch ein Gremlin. Allerdings sonst glaubt nichts. Aber den kill ich kurz, damit er weg ist. Ich meine, damit ich alles gekillt habe. Ganz einfach. Und da ist ein weiterer Gremlin aufgetaucht. Der ist da das Dach hochgekrabbelt. Und tot. Okay. War hier jetzt schon ein Eingang? Ich glaube nicht, oder? Doch, ihr könnt hier rein, wenn ihr wollt, aber da gibt es noch ein paar Items da hinten, also will ich da jetzt noch nicht rein. Und zwar... Upsi. Okay, Maus. Die Maus ist wieder am Spinnen. Das ist jetzt, hat jetzt bis jetzt gut funktioniert, ohne dass die Maus gesponnen hat. Das ist schon in Ordnung. Da unten ist für euch ein Item, das könnt ihr euch holen. Allerdings habe ich das gerade schon als Zufallsdrop gekriegt von einem Monster und das ist eine Arbaleste. Und da ist ein weiterer Gremlin runtergekommen. Der allerdings sehr langsam war. Das war interessant. Da muss man auch aufpassen. Da wäre ich jetzt fast runtergefallen noch. Und hier geht's weiter. Da ist noch ein Eingang. Nein, da ist kein Eingang. Der ist eins weiter, glaube ich, dann. Nein. Okay, dann bin ich schon dran vorbei. Da ist aber noch ein Item. Das will ich haben. Weiß nicht, warum der Gremlin hier platziert ist. Da ist eine bleiche Zunge. Aber der Gremlin... Ja, vielleicht als kleine Falle wegen dem da. Egal.
Jetzt muss ich den Angel finden. Ich nehme den ganz rechts. Genau den hier. Das hier ist nämlich eine sehr gefährliche Stelle. Und ich mag das nicht. Ich mag dieses Gebiet hier nicht. Und ich habe auch keinen gescheiten Bogen oder so. Das heißt, ich muss hier einfach hoffen, dass ich überlebe. Du bist tot. Der Gegner da ist gefährlich. Das Gefährlichste ist eigentlich das Runterfallen. Du bist tot. Das Gefährlichste hier sind die Balken selbst, da man da runterfallen kann. Das Item will ich haben. Ein gesegneter Edelstein. Das hat den nicht wirklich gejuckt, da ich den geklaut habe. Wow. Ja, ich sag ja, die sind ganz schön krass mit ihm. Oh Gott. Hui. Kleines Karussell hierher. Der macht's noch mal ein bisschen spannend hier. Ich trinke erstmal. Ich brauche hier nicht mehr so viele Flakons. Diese verdammten Legs. Okay. Du bist tot. Und du hast für mich sogar dein Großschwert. Das könnte sogar ganz gut sein. Das muss ich jetzt mal gucken. Kathedralenritter Großschwert. 149 Schaden. Das ist eins mehr, als meine Großkeule am Anfang hat. Und es braucht viel mehr Stärke und wiegt viel mehr. Also scheiß drauf. Schade. So, jetzt kommt... Da hinten ist noch ein Gremlin. Der muss natürlich weg. Aber der ist manchmal ein bisschen retarded. Das kann sein, der springt ja einfach runter. Na, er spuckt mich an. Mit. Ich lasse das mal ohne Kommentar. Ja, wenn man da runterfällt, ist man tot. Es ist relativ scheißegal, wie viel Leben ihr habt. Und genauso der da. Der springt ja auch gerne mal runter. Aber ich versuche es fair zu halten, was keine gute Idee ist. Au. Man kann ihn auch ganz einfach dazu bringen, hier runterzufallen. Oh Gott. Oh Gott. Wow! Ich habe mehr Glück als Verstand. Holy shit. Okay. Ah, ich sehe nichts. Okay. Ah, ist wieder zurückgegangen. Das war jetzt nicht meine Absicht. Ich wollte einen fairen Kampf. Was? Jetzt will ich schon mal nicht schummeln bei dem. Und dann ist er einfach weg. Ist er runtergefallen? Hat er es überlebt? Oder habe ich Sehen bekommen und es nicht gemerkt? Der ist nicht... ich wollte den fair besiegen und er hat sich umgebracht. Well, okay. Dann ist das so. Jetzt kann ich auch nichts dran ändern. Nochmal gehe ich nicht hier hoch für den. Okay. Der letzte Gegner, der noch da ist, ist der da. Mit dem Morgenstern. Der ist aber auch gefährlich. Kann gut... Au, ich habe vergessen, dass der eine Armbrust hat. Ja, deswegen kann man den auch nicht dazu bringen, da runter zu laufen, weil der tut's einfach nicht. Der schießt lieber auf dich. Wie gesagt, das Problem hier ist einfach, dass du aus Versehen runterrollst. Okay, das wird wehtun. Oh Gott. Ich dachte, ich mache einen kritischen... Oh Gott, damit hätte er mich runterschubsen können. Na, komm her. Ich habe so viel Glück. Ich fasse es nicht, wie viel Glück ich habe. Dass der mich straight nach... Heilt er sich? Ja, scheint so. Oh Gott. Ich bin selber sehr gespannt, ob ich das überlebe. Oh mein Gott! Hä? Okay. Okay. Ich hab's geschafft, ich hab's überlebt. Ich dachte, ich sterbe hier. Ich war mir sicher, ich sterbe hier. Ich hab's schon mal auf den ersten Versuch geschafft, aber auch nicht so oft. Okay, ihr müsst jetzt da runter. Guckt, dass ihr genug Leben habt. Und heilt euch notfalls. Der Sprung macht ziemlich Schaden. Vorne. Sehr freundlich. Hier wollt ihr auch nochmal runter. Ich heile mich zur Sicherheit einfach. Weil das ist auch ein relativ tiefer Sprung. Ist nicht ganz so tief wie der andere. Okay, hätte ich auch überstanden. Und das wär's. Das wäre die schlimmste Szene in diesem Gebiet. Und guck mal, wer da rumsteht. Und so tut, als wäre nichts gewesen. Ja, ich meine jetzt nicht diese Made hier. Bevor ich mit ihm quatsche, ziehe ich aber den Hebel. Das ist genau die Brücke, die der Typ vorhin runtergelassen hat. Das ist das einzige von den Dingen, das überhaupt Sinn macht. Die anderen halt, wollte ich zwar auch wieder hoch tun, aber es macht eh keinen Sinn. Also habe ich es einfach weggelassen, beziehungsweise vergessen. Na, wir müssen jetzt mit dem Typ reden, der uns hier verarschen wollte.
Yes, hello. Oh, I don't believe we've met. I'm Patches. Unbreakable Patches. But you seem to be unkindled. Do you have business with me? Ihr müsst jetzt das antworten, was ich antworte. Wenn ihr Nein sagt, scheint das, dass ihr so tut, als ob ihr ihn nicht wiedererkennt. Das ist aber nicht, was ihr sagen wollt. Oh, yes, of course. It's coming back to me now. Oh, I'm so sorry. That was my hand, as you know. But the deed, well, that was the armor's doing. Regrettable, truly. But behold, I'm stripped clean of that unruly attire. And look at you. Not a scratch. All's well that ends well, right? Yes, we'll be fine. I can tell. It's that rotten curse. It is. The untidy mess. So, dafür kriege ich eine Geste, weil ich ihm nicht verziehen habe, sozusagen, oder weil ich gesagt habe, du weißt, wer ich bin. Genau, mit dem reden. Yes, now, it wasn't me, but you still deserve an apology. Just a little trinket. Go ahead. It's yours now. Und die rostige Münze bekommt ihr ebenfalls nur, wenn ihr sagt, du weißt, wer ich bin. You should know, I'm a kind of traveling merchant. If you're as unkindled as you look, you'll find plenty of good stuff. Er ist einfach nur ein Riesentroll. Was wir brauchen, ist die verdammte Rüstung, die er geklaut hat. Und die müssen wir auch ihm noch abkaufen. Die braucht 7000... 10, 5... 15.000 Seelen. Das heißt, ich brauche noch 3500 Seelen. Er bleibt so lange hier stehen, bis ihr an einem Leuchtfeuer rastet. Also tut das nicht, bis, oder ich werde es jedenfalls nicht tun, bis ich nicht alles gekauft habe, weil ich will, ich kann schon mal zumindest 3 der Teile kaufen. Ah, ich brauche noch 3510. Ich will das alles in einem Rutsch durchkriegen. Ich muss das komplette Katharina-Set von ihm abkaufen, um es Sigurd zurückzugeben, der im Brunnen festsitzt. Und deswegen braucht ihr 15.000 Seelen an dieser Stelle. Ich könnte vielleicht noch... Ich hoffe, ich kann dann noch demnächst genug verkaufen. Ich verkaufe schon mal den Scheiß, den ich nicht brauche. Zum Beispiel einen Zauber. Ich kann mit Zauber nichts anfangen, wie ihr wisst. Das starre Schwert brauche ich nicht. Ich brauche das Kathedralenritter-Großschwert nicht. Ich brauche die beiden Grabwächter-Doppelschwerter nicht. Ich brauche meinen Claymore nicht mehr. Dann verkaufe ich auch den. Das Schlachtermesser brauche ich eigentlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch dabei habe. Das gibt eine Menge Seelen. Die Drangdoppelhammer brauche ich nicht. Genauso wenig brauche ich Hazes Hacke. Wieso habe ich das eigentlich nicht alles schon längst verkauft? Die Riesenkeule und den Stahlstreckkorn behalte ich mal noch. Aber den Heiligen Zweizack kann ich ebenfalls nicht gebrauchen. Und ich habe auch schon fast genug, wie ihr seht. Ich habe schon genug. Pff, ich kann nicht rechnen. Ich habe nicht geguckt, wie viel es kostet. Dann verkaufe ich hier noch die Arbalesten. Und das starre Schild ist ebenfalls nichts für mich. Und das war's. Obwohl, Ringe. Habe ich noch nicht noch einen Ring bekommen, den ich brauche? Wie gesagt, wie ich schon mal erwähnt habe. Falls ihr das Ring-Achievement braucht, verkauft keine Ringe, nur zur Sicherheit. Das ist keine gute Idee. Ich werde es nicht in diesem Run-Fu holen, aber ja, den brauche ich auch nicht. F regeneriert versteckt Angriffe bei vollen TP. Nee. Und regeneriert FP von Fisch. Okay. So, den Rest werde ich zwar auch nicht benutzen, aber ich behalte ihn temporär einfach. Und dann kann ich auch noch das letzte Rüstungsteil holen. So, Katharina Gamaschen, dann habe ich die komplette Rüstung von Katharina gekauft. Wir können auch das Spielschild holen, aber das braucht ihr nicht. Das ist zwar auch das Schild von Sigurd, aber das müsst ihr ihm nicht zurückgeben. Nur die Rüstungsteile. Sieht zwar so aus, als ob man das auch kaufen muss, aber ihr werft ihm das gar nicht mit runter. Interessanterweise. Ihr braucht nur die 4 Teile hier und es reicht schon, um die Storyline von Sigurd fortzusetzen. Thanks, Sweetie. Thanks, Sweetie. Oh, yes, yes. Well, what can I do? Can't resist it, can you? My sumptuous selection. Can't find anything you like. Well, you could try looking a little harder. Ich finde es witzig, wie er sich auch noch darüber beschwert, dass ich ihm nichts abkaufe. Ja, das war Patches. Größte Troll, den es gibt. Werden wir noch ab und zu mal treffen. Aber jetzt wird es hier gleich noch interessant. Denn hier sind diese komischen Viecher. Und das ist nicht das Einzige hier. Das hier habe ich gerade sogar selber übersehen. So, hinfort. Na, da kommen wir auch mehr runtergefallen.
Ja, die verlieren sogar Leben durch den Drop. Das ist... Wow! Das ist... das sind ganz schön viele. Hey. Ich will das nicht nochmal machen müssen, weil ich das jetzt gemacht habe, ja? Das wäre voll uncool, wenn ich gegen euch drauf gehe. Bitte nicht laggen jetzt. Ich habe gerade echt keine Zeit. Whoops. So. Und der da noch. Der tut mir nichts. Angreifen wird benötigt. Arme Seele. Ich meine, er ist trotzdem als Feind gekennzeichnet, auch wenn er mir nichts tut. Deshalb töte ich ihn. Und dafür bekommt ihr den roten Symbolspeckstein. Das ist auch etwas sehr Interessantes. Ihr könnt diesen Speckstein setzen, damit Gegner euch... damit andere Spieler euch rufen, nicht als Unterstützung, sondern als Gegner. Das heißt, ihr könnt praktisch... Das ist sozusagen ein Duell-Speckstein. Wer euch dann anklickt und ruft, gegen den kämpft ihr. Und er kämpft auch freiwillig gegen euch. Und jetzt sind wir hier. Das hier muss ich jetzt auch nochmal ein bisschen ausführen gleich. Und zuerst muss ich das Leuchtfeuer aktivieren. Und dieses Item damit bringen. Ah ja, das ist die Dornenrüstung. Die bekommt ihr, soweit ich weiß, nur wenn ihr den Langfinger Kirk gekillt habt. Diesen Finstergeist, den wir im, glaub, letzten Part erledigt haben. Und das hier ist Rosaria. Ich bin zu nah rangegangen. Man kann mit ihr sprechen, aber sie kann nicht sprechen. Was war es jetzt nochmal? Okay. Das ist jetzt etwas komplizierter. Ihr könnt den... ihr sollt oder ihr wollt das hier anklicken. Bitte darum, den Eid leisten zu dürfen. Das ist... Moment. Moment. Ich werde hier erstmal meinen Safe sichern, falls ich einen riesen Fehler mache. Wäre das scheiße jetzt an diesem Punkt. Ich bin mir aber sicher, dass man das machen kann. Deswegen, oh, guck mal, da steht... ist auch einer. Deswegen speichere ich hier kurz. Aber ich bin gleich wieder da und erkläre euch das genau. Und wir sehen uns dann gleich wieder an dieser Stelle. Bis gleich. So, okay. Wir sind wieder da und ich habe mich jetzt hier... Ich habe den Safe gesichert und deswegen kann ich jetzt den Eid beitreten. Ich denke, dass das geht. Also, wir sehen gleich, wenn es nicht geht, aber ich bin mir ganz sicher, dass ihr das dürft. Wenn ihr dem Eid beitretet, bekommt ihr Rosarias Finger als... als Eid. Ihr könnt bleiche Zungen darbieten, aber Tribute neu zuweisen und sogar euer Aussehen verändern. Alles kostet halt, also die beiden kosten halt Seelen. Ihr könnt tatsächlich die ganzen Attribute neu zuweisen, wenn ihr wollt. Also diese ganzen Level-Ups, komplett neu. Und das Aussehen verändern. Ihr könnt auch bleiche Zungen darbieten. Diese bleichen Zungen sind die Beweise des Eides, die sammelt ihr, indem ihr eben als Finstergeist andere Spieler tötet. Und dann bekommt ihr diese bleichen Zungen. Jetzt ist diese wichtige Sache hier. Ihr dürft oder ihr wollt im ersten Run-Through höchstwahrscheinlich keine bleiche Zunge darbieten. Denn wenn ihr das tut, fehlt ihr Ciris gesamte Questline und ihr kriegt da von ihr einen Ring, den ihr braucht für 100% und der sehr nützlich ist. Ihr kriegt da auch noch mehr, viel mehr Items und wie gesagt eine komplette Questline und so. Das ist dann alles für den Arsch. Deswegen macht es am besten erst im New Game Plus, diese bleiche Zunge zu diesem Zeitpunkt darbieten. Ihr könnt die bleiche Zunge auch nach der Questline darbieten. Das ist absolut kein Problem. Ich gehe so lange mal, während ich rede, zurück zur Kapelle der Erläuterung. Ihr könnt die bleiche Zunge darbieten, wenn Ciris Questline beendet ist. Und dann könnt ihr die Questline, die mit Rosaria zu tun hat, die dann auch noch mit Leonhard zu tun hat, der euch ja da überhaupt erst mal mit vertraut gemacht hat, die könnt ihr danach auch durchführen. Wichtig ist aber, wenn ihr Hazels Geste wollt, müsst ihr zu dem Zeitpunkt hier... oder eben jetzt schon, eine bleiche Zunge darbieten und damit Ciris Questline fehlen. Deshalb macht es am besten im New Game Plus, wenn ihr Ciris Questline einmal durch habt und dann holt euch Gelbfinger Hazels Geste im New Game Plus, damit ihr alle Gesten habt. Das ist die einzige Geste, die man nicht im Original Run holen kann. Außer ihr fehlt Ciris Questline, wie gesagt. Okay, ich hoffe, das war verständlich. Wenn ihr das nicht kapiert habt, dann fragt mich nochmal nach. schreibt einfach einen Kommentar und fragt nochmal. Quite a pickle indeed. Maybe I can fashion a replacement from I've got to use my head and think. Ich weiß nicht, warum ich das nochmal anhöre, wenn ihr es schon gehört habt, aber jetzt werfen wir mal die Rüstung darunter.
My deepest gratitude. I, Siegfried of Catalina, salute you. With my trusty suit of armor, I'll be out of here in a jiffy. Until we meet again, comrade. Frohlocken, das ist eine weitere Geste, die ihr bekommen habt. Bekommt hier. Hä? Was? Okay. das wäre. Jetzt haben wir Katarinas Questline auch weitergemacht. Also die Rüstung kaufen, ihm da runterwerfen und dann einfach weitermachen. Was ich jetzt tue, ist kurz zum Feuerbandschrein gehen, um. Deshalb sehen wir uns gleich dort. So, oh Gott. Okay, ich habe wirklich nicht mehr viel Speicherplatz, aber alles, was ich noch tun muss, ist jetzt eigentlich nur noch ein, zwei Sachen hier am Feuerbandschrein. Das ist gleich erledigt. Ihr wisst ja, irgendwie lag es im Feuerbandschrein. Ich weiß nicht, was das für ein Problem hier hat. Das mag mich einfach nicht. Und danach müssen wir nur noch den Boss killen und dann haben wir das ganze Gebiet abgeschlossen und alles, was ich vorhatte in dem ganzen, während des ganzen Gebiets. Also rushen wir hier mal kurz hoch und ja, haben Pech. Das ist nicht so schön. Gut, aber danach können wir dann direkt zum Boss und dann wäre das schon erledigt. Im Moment gibt es, glaube ich, keine bessere Waffe für mich. Nein, ich muss bei der Großkeule noch ein bisschen bleiben. Ich hoffe aber, es kommt bald was Besseres. Oh, ich darf durch, schön. Okay, ihr wollt nämlich jetzt... Oh, eventuell wollt ihr hier auch einen Samen holen. Da hat es doch bestimmt jetzt einen. Ja. Also, wie gesagt, soweit ich weiß, nach jedem Finstergeist, egal ob NPC oder Spieler, auf jeden Fall war der letzt auch ein Spieler hier, der mich angegriffen hat, könnt ihr so einen Riesenbaumsamen holen. Habe ich euch die schon erklärt? Also ganz kurz erklärt, Gegner reagieren auf Eindringlinge anderer Welten. Das heißt, wenn ein Finstergeist kommt, ist er ja normal immun gegen normale Gegner. Aber nicht, wenn ihr das einsetzt. Das heißt, dann greifen ihn auch die normalen Gegner eben an, diesen Finstergeist. Ist ganz lustig, ist aber eben eher nur einfach ganz lustig. Ja, wir gehen jetzt diesen Aufzug hoch. Ha, die Tür hat sich geschlossen. Was war denn das? Gehen wir wieder runter. Das ist eigentlich auch ziemlich scheiße. Ich will ja eigentlich gerade gar nicht sein. Egal. Sorry, friend. Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? Ja, ab dem Moment, ab dem ihr diesen Turm betreten könnt, also diesen 20.000 Seelenschlüssel gekauft habt, und nachdem ihr Petrus getroffen habt, passiert das. Und dann müsst ihr jetzt eben heile hier runterkommen. Letztes Mal bin ich hier runtergesprungen, das war der gefährliche Weg, aber jetzt habe ich ja die Items, also kann ich ganz gemütlich hier runter. Da sollte ich nicht drauf gehen und wenn doch, bin ich wirklich unfähig. Naja, das geht gut. Ich denke, das kriege ich hin. Ups. Okay, alles gut. Ja, das hier ist, der leichtere Weg. Viel leichter. Ihr verliert viel weniger Leben. Könnt ihr praktisch gar nicht verrecken, außer ihr baut wirklich Scheiße. Und dann seid ihr wieder hier unten. Und lauft einfach den ganzen Weg zurück. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, was ich jetzt nicht tue, was ich normal immer tue, diese Tür wieder aufmachen, die Patches gerade geschlossen hat. Aber, ich gehe da eh nicht mehr hoch. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, die Tür jedes Mal wieder aufzumachen. Ich lasse sie jetzt einfach zu, ist mir jetzt wurscht. Und wenn, dann komme ich ja eh von außen. Also muss ich die Tür wieder öffnen, wenn ich nochmal rein will. Also ist ja scheißegal. Ich gehe jetzt hier lang und anstatt hier hochzugehen, guckt mal, wer da ist. Ah, okay. You're alive. Now, hold your horses. Let's have a nice talk about this. I'll come clean. I did you wrong. I didn't mean it though. Not one bit. You get these... urges, running the business and all, and I hate myself for it, I do. You know what I mean. Terrible, really. But I can see you'll forgive me. You're alive, after all. And that's what counts, right? Vergebt ihm nicht. Oh, for heaven's sake, no need to jest with a face like that. You're still alive, and I'm here groveling in the dirt, so to speak. Oh, I know. Here, a token of my sincerity. Right and proper. So, und dadurch, dass ihr nicht vergibt, gibt ihr eine rostige Goldmünze. Das heißt, das droppt
Er hat davon, glaube ich, eine rostige Münze gegeben. Das heißt, die Item-Drop-Rate wird erhöht. Und die rostige Goldmünze erhöht ihn nochmal ein größtes Stück mehr. Also das ist einfach nicht vergeben, dann gibt euch das. Ganz einfach. We're just a couple of outcasts. Let's make the best of it. So, und dann könnt ihr bei ihm weiterhin einkaufen. Die Katharina-Rüstung habe ich ja schon, aber er ist jetzt ein ganz normaler Händler. Er kann auch verkaufen, er kann auch sprechen. Ah, I see you've made Grayrat. A slinking rodent. But he did me a good turn back in Lothric Dungeon. Doubtless I should do something about that little dead. Well, maybe not. Well, I can hardly believe he's still standing. Ah, so. Tschüss sagen. Can't find anything you like. Das hat er mir schon gesagt. Da hat er sich schon drüber aufgeregt beim letzten Mal. Gut, dann gehen wir jetzt wohl zum Boss. Kurz gesagt. Ups, bin nicht gesprungen. Ich glaube, sonst habe ich nichts. Nö. Ich glaube auch nicht, dass ich Flakons habe. Also gut, ab dafür. So, ich versuche jetzt einfach zum Boss durchzurennen. Ich hoffe, ihr habt den letzten Part auch gesehen, wo ich euch gesagt habe, wo der Ring plus 1 ist und die Beschwörungsteile. Ich werde es jetzt nochmal kurz... Ich versuche jetzt so schnell wie möglich hier durchzukommen und gegen den Boss zu kämpfen. Also ihr lauft hier einfach links lang. Ich werde jetzt einfach die ganzen Gegner gar nicht erst killen. Weil die habe ich ja alle schon gekillt. Muss ja nicht nochmal sein. Und... Ja. Dann sind hier wieder diese komischen Viecher. Die werde ich jetzt aber auf jeden Fall ignorieren. Ich werde sowieso versuchen, einfach alles zu ignorieren. Und falls ihr aus... jetzt nicht mehr wisst oder nicht gesehen habt, hinter dem Altar, oh Gott, ist ein Ring plus 1, oh Gott, fürs Nurgame Plus. Wie gesagt, ich renne jetzt hier durch, direkt zum Boss. Da sind noch Beschwörungssymbole für Anri und Horace und eventuell Siris, falls ihr die Asche des Traumjägers schon geholt habt. Oh Gott. Da sind die zwei Beschwörungsteile. Horace ist hier, das andere ist Andri und hier ist noch ein Ring plus 1. Und ich renne jetzt lieber... Au! Hilfe! Und außerdem Siris Beschwörungssymbol, falls ihr die Asche des Traumjägers geholt habt, die ihr aber... Oh mein Gott! Die ihr aber erst im Faron Keep kriegt, wo ich erst danach hingehe. So, jetzt sind wir beim Boss. Oh Gott, ich sollte vielleicht erst kämpfen und dann drüber reden. Ihr müsst immer den killen, der dieses rote Leuchten hat. Das ist ein sehr einfacher Boss meiner Ansicht nach, aber man kann auch Probleme mit ihm kriegen, wenn man Pech hat. So. Aha. Ich habe keine Ausdauer. Schwach. Aua. Schwach sind diese Gegner vor allem gegen das Höhenschlechter Großschwert. Das könnt ihr euch holen, wenn ihr wollt. Ich hole es mir jetzt nicht nur wegen diesem einen Gegner. Ich hätte es mir holen können. Will ich aber nicht. Habe eh nicht die Fertigkeiten dafür, glaube ich. Aua. Außerdem gegen physisch und gegen Frost. Also ganz normale physische Waffen reichen da schon aus. Das höhenschlechte Großschwert ist halt sehr nützlich, weil das alles hier Höhlen sind und die alle extra Damage deswegen kriegen. Au. Und ihr die einfach damit zerlegen könnt, aber ich komme auch mit meiner Waffe ganz gut klar. Glaube ich jedenfalls. Sind halt ein bisschen nervig. Aber viel mehr tun die auch nicht. Erst wenn es dann bei der Hälfte geht's dann richtig los. Das Problem ist, wenn ihr hier zu viele gekillt habt, die tauchen auf allen Seiten dieses Altars wieder auf. Dann kann es sein, dass sie hinter dem Altar respawnen und dort einer rot ist. Aber jetzt kommt schon der, in Anführungsstrichen, Boss. Der Typ in der Mitte ist jetzt euer Ziel. Und währenddessen versuchen die anderen ihn zu verteidigen und teilen ihn auf und so. Oh Gott. Jetzt fängt es an zu laggen. Jetzt wird es dem PC zu viel, aber wir haben ihn schon fast erledigt. Oh Gott. Das kriegen wir noch kurz hin, denke ich. Da, lass du mal durch, bitte. Dankeschön. Einfach dem da ein paar Mal in die Fresse hauen, alles gut. So, weiter geht's. Diese Typen in Blau sind da das größte Problem, die können die heilen. Und was auch immer das gerade ist, das gefällt mir hier nicht.
Ja, die heilen schon. Aua. Aua. Ich müsste mich jetzt zwar noch nicht heilen, aber ich tue es, ich weiß nicht warum. Einfach weiter drauf dreschen. Es ist wirklich nicht allzu schwierig, dieser Boss. Und fertig. So. Dafür kriegt ihr eine kleine Puppe und die Seele der Diakone des Abgrunds. Die kleine Puppe braucht ihr später. In einem viel späteren Gebiet, falls ihr erst Farron Keep macht, wo ihr ja die, wie gesagt, die Asche des Traumjägers kriegt, mit der ihr hier Siris als Unterstützung beschwören könntet. Falls ihr das zuerst macht und da komplett durch, bis zu einem bestimmten Gebiet, kommt ihr nur weiter, wenn ihr die kleine Puppe hier holt. Also müsst ihr da extra nochmal zurück und die holen. Ich mache die hier immer zuerst, weil es einfach voll einfach ist, das Gebiet. Also ich habe da kein Problem in dem Gebiet. Ansonsten, wie gesagt, Diakon des Abgrunds ist, ja, alle Gegner da, alle diese Viecher sind schwach gegen das höhenschlechte Großschwert und gegen physisch und Frostdamage einfach. Was ihr jetzt wollt, ist euch kurz hinsetzen und wieder aufstehen, bevor ihr reist, denn dann spawnt hier ein Set. Und zwar das Erzdiakon-Set. Ansonsten gibt es hier nichts, da könnt ihr komplett außen rumlaufen, also bringt gar nichts. Soll ich kurz außen rumlaufen? Ich laufe kurz außen rum, aber es gibt echt nichts. Hoffe ich. Nee, also ist einfach nur... Ich habe keine Ahnung, warum das Gebiet eigentlich so riesig ist. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit an derselben Stelle mit denen gekloppt und... Na, ist ja auch nicht viel passiert. Egal. Ich gehe zurück zum Feuerbandschrein. Wir sind auch gleich fertig. Aufleveln würde ich auf jeden Fall noch gerne. Und außerdem würde ich gerne hier mit Andri und Horace reden. Die sind nämlich jetzt auch hier. Weil die wollten ja auch zu der Diakon des Abgrunds, beziehungsweise zur Kathedrale des Abgrunds, weil die dachten, dass Aldridge hier wäre. Ah je, jetzt geht das wieder los. Das finde ich nicht gut, dass der Vorbandschrein so leckt. Weil ich muss hier jetzt noch das kurz zu Ende machen. Der Part ist fast vorbei. Bitte, PC. Das kriegst du noch hin, oder? Komm. Komm, raff dich kurz. Er rafft sich nicht. Okay, er rafft sich gleich. Er rafft sich nicht. Rafft er sich jetzt? Ich rede das mit Horace. Danke fürs Gespräch. So, jetzt reden wir mit Andri. Oh, and we meet again. We spoke before on the road of sacrifices. Andri, of the Storer. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldridge's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldridge is said to hail from Irithir in the Boreal Valley. An ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Ich merke gerade, dass da voll der Übersetzungsfehler ist. Die sagen, er hat sein Zuhause überlassen, aber Andri sagt genau das Gegenteil, dass er nämlich zu seinem Zuhause gegangen sein soll. Interessant übersetzt, wirklich. Aldridge's honest home is Irithir in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Genau, also Irithir ist genau der Ort, wo man nur reinkommt, wenn man diese kleine Puppe hat. Das kommt aber erst noch sehr viel später, das geht noch eine Weile. Okay. Gut. Dann schauen wir mal noch, was das jetzt... Wieso bin ich jetzt hier? Da bin ich doch... Falsch gelandet, okay. Nun lasst mich doch darüber. Okay. Ich will doch nur hier mit Ladlef reden. Was ist denn das, ey? Hallo? Aha, da gibt's schon. Ja, tatsächlich. Und zwar habe ich jetzt die Diakone des Abgrunds gekillt. Dafür könnt ihr eine Tiefenseele als Zauber holen oder den Kerzenhalter des Klerikers. Brauche ich beides nicht. Achso, weil ich gucken wollte, ist das schöne, schlechte Großschwert. Braucht 18 Geschick. Da hätte ich noch ganze 4 Level-Ups draufsetzen müssen. Also, falls ihr diese Waffe benutzen könnt, die ist nützlich in diesem Bosskampf. Ich für meinen Teil hätte sie eh nicht benutzen können. Außer ich hätte jetzt hier noch voll viel drauf gesetzt. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall noch... Was hole ich mir denn? Wie viele Schläge kann ich jetzt machen? 1, 2, 3. Okay. Dann gehe ich noch auf Kondition 20. Beziehungsweise Vitalität würde ich auch gerne auf 20 haben. Ich bin immer noch nicht gestorben, fällt mir gerade so ein. Meine Webcam ist wieder runtergefallen. egal, die brauche ich jetzt ja nicht mehr. Und ansonsten, ja. Stärke lasse ich erstmal. Ich glaube, ich mache erstmal Vitalität auf 20. Dann wahrscheinlich Kondition auf 20. Und dann sehen wir mal weiter, wie es weitergeht. Ja, machen wir das kurz. Und ich muss immer noch viermal sterben. Mehr als viermal sogar.
Ich muss noch ziemlich oft sterben hier. Übrigens, wie ihr seht, ich habe ja eigentlich gerade über 900 Leben. Das ist ja, weil ich entfacht bin. Ihr seht, das macht schon ziemlich viel aus. Ich habe jetzt nämlich gerade mal 681 ohne entfacht. Okay. Vielleicht hätte ich sogar gleich zwei Level-Ups. Ich bräuchte halt noch 2800 Seelen. So viel könnte ich aber haben. Muss ich jetzt aber mal gucken. Ich glaube aber schon. Außer ich kann auch irgendwas verkaufen. Das nicht. Nee, hab nichts Neues. Hab auch nichts doppelt an Rüstungen. Ich verkaufe nur, wenn ich Rüstungen doppelt habe. Und da bin ich jetzt auch zu faul, das genau durchzusuchen. Okay, 2800 Seelen. Das habe ich sogar hier. So, dann hole ich mir noch ein Level, aber auf Vitalität. Halt die Klappe. Und dann bin ich ja schon Level 43. Sehr schön. Okay, 764 Leben ohne Glut. Und 1062 mit Glut. Das sieht doch jetzt schon ganz gut aus. Der rote Balken kann sich sehen lassen mittlerweile. Ja. Sehr schön. Gibt's noch irgendwas, was ich irgendjemand geben muss? Muss langsam aufpassen, dass mir Orbeck nicht abhaut. Da muss ich demnächst mal eine Schriftrolle finden, damit ich die dem geben kann, damit der zufrieden ist. Der ist aber auf jeden Fall noch da, obwohl ich schon zwei Bosse gekillt habe. Ich denke, ich darf keinen mehr killen, aber vielleicht darf ich noch einen killen. Ist auch egal, ich finde, glaube ich, sogar demnächst eine Schriftrolle und die gebe ich ihm dann, so schnell es geht. Ja, doch, stimmt. Den nächsten Boss dürft ihr nicht killen, bevor ihr ihm nicht eine Schriftrolle gegeben habt. Also passt da auf, dass ihr ihm die rechtzeitig gebt. Okay. Damit wäre es das jetzt für heute mal wieder und für eine Weile, bis ich alles gerendert und hochgeladen habe. Aber als nächstes gehen wir in diese Farron-Feste hier. Und ich gehe mal kurz rein. Ich gehe mal kurz dahin und zeige euch kurz, wie das da aussieht. So. Oh je. Ich hätte vielleicht doch da werden sollen. Das ist die Farron-Feste. Und als nächstes gehen wir in diesen wunderschönen Sumpf, der, by the way, giftig ist. Da füllt sich langsam der Giftstatus und der Giftbalken. Und sobald der voll ist, seid ihr vergiftet und verliert konstant Leben. Ja, es ist fast unmöglich, da nicht vergiftet zu werden, außer mit der richtigen Ausrüstung und sowas. Ich für meinen Teil, mir ist es relativ egal. Ich denke, ich komme hier ganz gut auch so durch. Ich werde hier wahrscheinlich auch nicht sterben. Und demnächst muss ich wahrscheinlich echt noch mit Absicht sterben. Damit ich die Questline von Yuria, die Questline von den Londors durchkriege. Von Joel und so. Gut. Beim nächsten Mal sehen wir uns also hier in der Farron-Feste. Und für heute sage ich, mach's gut, ciao und bis dann.